Gibt es so etwas wie Reinkarnation? Was geschieht zwischen zwei Leben? Planen wir unser nächstes Leben? Sehr wichtige Fragen, wie ich finde. Und über diese Dinge spreche ich mit Herrn Robert Schwarz. Danke, ich bin sehr froh, hier zu sein. Und wir sind sehr froh, dass Sie hier sind. Und Sie sehen das hier auf Mystica TV. Ja, Reinkarnation und vergangene Leben, all diese Dinge. Ich freue mich sehr, dass Robert Schwarz hier ist und wir über diese Dinge sprechen können. Du hast drei sehr schöne Bücher geschrieben. Mutige Seelen heißt das erste Buch. Jede Seele plant ihren Weg und die Mission der Seele. Sehr berührende Bücher, in der es um Reinkarnation geht und darum, was zwischen den Leben geschieht. Und am Anfang bin ich sehr interessiert daran, wie haben Sie mit dieser Arbeit überhaupt begonnen? Was geschah und geschieht in deinem Leben? Wie bist du darüber gestolpert? Was bei mir geschehen ist, ist 2003 war das, da habe ich im Marketing und Kommunikation gearbeitet und das fand ich sehr wenig erfüllend. Hatte aber auch ein Gefühl, dass etwa eine höhere Berufung für mich da war. Und ich wusste nicht, was es sein konnte. Ich habe vieles versucht und alles, aber nichts hat wirklich so funktioniert. Dann habe ich etwas getan, was ich nie vorher tat. Ich ging zu einem Medium und wusste gar nicht, ob ich daran richtig glauben sollte. Aber ich habe mir gedacht, naja, kann ja nicht wehtun, dann mache ich das mal. Und in der Session hat sie meine Geistführer gechannelt. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber sie hat mir erklärt, dass das ein sehr hochentwickeltes, nicht physisches Wesen ist, mit dem wir unser Leben schon planen, bevor wir geboren sind. Und das begleitet uns dann im Leben. Und durch dieses Medium konnte ich mit meinem Führer sprechen. Und er hat ganz spannende Dinge gesagt. Zum Beispiel, du hast dein Leben einschließlich der größten Herausforderungen geplant, bevor du geboren wurdest. Wie hat sich das angefühlt? Ich habe mir gedacht, das ist doch ziemlich verrückt. Warum sollte ich sowas tun? Aber ich habe dann diese Frage gestellt und die Antwort lautete, sie kannten meine Talente, obwohl ich sie da noch gar nicht ausgesprochen hatte. Sie konnten mir erklären, was ich dann im Leben machen wollte und warum ich diese Erfahrungen machen wollte. Und wenn du mit Menschen, mit Wesen sprichst, die dir etwas über dich sagen können, ohne dass du ihnen etwas erzählt hast, dann ist das natürlich ein Fall, eine große Glaubwürdigkeit für die beiden. Und dann habe ich Wochen und Monate darüber nachgedacht, was da geschehen war. Und das war ein Erwachen für mich, das spirituelle Erwachen. Etwas später bekamst du dann die Idee, dass du anderen Menschen damit auch helfen kannst. Wie begann das denn? Für mich war diese Information, dass ich mein Leben vorher geplant hatte, das war sehr interessant und sehr wichtig, denn ich konnte dann den tieferen Sinn und Zweck und meine Herausforderungen besser erkennen. Und ich habe mir gedacht, das könnte auch anderen Menschen hilfreich sein in der Heilung. Und ich habe dann dadurch die Idee bekommen, das Buch zu schreiben, das erste und die weiteren. Ja, manchmal ist es ja so, wenn man etwas herausfindet, dann möchte man das doch allen anderen, auch den Freunden sagen. Und wie haben deine Freunde denn reagiert? Naja, am Anfang habe ich noch mit wenig darüber gesprochen. Ich war sehr vorsichtig, denn ich respektiere jeden Pfad eines anderen Menschen. Und bis heute ist es so, dass ich sage, ich bin ein Autor, aber ich möchte niemanden überzeugen von irgendetwas. Zudem komme ich aus einer konventionellen Familie und der war niemand wirklich offen für diese neue Art zu denken. Und als ich das erste Buch geschrieben habe, war die Metapher, die ich benutzt habe für mich. Das Buch ist so ein kleiner Versuch, etwas zu starten. Und ich habe mir gedacht, ich lasse es mal wachsen und lasse es stärker werden. Und wenn es stärker wird und vielleicht ein großer Baum ist, dann kann ich mit der Welt darüber sprechen. Im zweiten Buch geht es mehr um Heilung, glaube ich. Und das ist sehr berührend, denn im zweiten Buch, da schreibst du ja auch etwas mehr über dein Wissen und deine Erfahrungen. Schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. Es gibt verschiedene Leben, mehrere Leben. Wir sind hier auf der Erde seit Tausenden von Jahren. Ja. Und warum gibt es überhaupt Reinkarnation? Was geschieht mit unseren Seelen von Leben zu Leben?
Ich denke, die Seele macht ganz verschiedene Dinge hier auf dieser physischen Ebene. Das Wichtigste ist, den Kontrast zu erfahren. Ich verstehe es so, wir als Seelen sind aus dieser bedingungslosen Liebe sind wir geformt und kommen dann hier in diese physische, in diesen physischen Bereich. In der anderen Sphäre gibt es keinen Kontrast. Hier gibt es das, aber das können wir nur hier verstehen, weil wir aus bedingungsloser Liebe bestehen, können wir das auf der anderen Seite nicht erfahren. Hier können wir das schon. Und wenn wir dann aber wieder zurückgehen am Ende eines physischen Lebens, dann haben wir ein viel tieferes Wissen darum, was bedingungslose Liebe eigentlich ist. Es geht also immer um den Kontrast, den wir erfahren können. Und ich denke, wir können das verstehen, weil es eine Persönlichkeit gibt und eine Seele. Ja, das heißt, die Seele ist immer verbunden mit dieser Liebe, richtig? Ja, genau. Ich verstehe es so. Es gibt verschiedene Ebenen im Universum. Die höchste Ebene ist die der völligen Einheit. Alle Menschen, alle Wesen sind eins. Dann eine etwas langsamere Schwingung ist die individuelle Seele. Und dann nimmt die Seele einen Teil ihrer Energie und gibt sie in einen physischen Körper. Und das wäre eine Persönlichkeit. Das sind das, was wir jetzt gerade hier erleben. Die Persönlichkeit kann oder kann nicht mit der Seele in Verbindung oder in Ausrichtung sein. Viele Persönlichkeiten realisieren ja gar nicht, dass sie eigentlich Seelen sind. Sie gehen einfach den Agendas ihres Ego nach. Und nachdem wir aber diese Herausforderungen, bevor wir hierher gekommen sind, erschaffen haben, dann bringt uns das oft in Situationen, die uns da wieder dafür öffnen, dass wir eine Seele sind. Wenn ich hier auf der Erde bin und ich leide und es ist schwer, was kann ich dann tun, damit ich ein bisschen mehr darauf vertrauen kann, dass das Ganze einen Sinn hat für mich? Denn wenn ich leide, dann leide ich natürlich. Das ist so hart. Was kann ich dann tun? Naja, nach meiner Meinung ist es so, dass das Grundlegendste, was du tun kannst, ist etwas, du kannst eine Seelenrückführung machen. Das mache ich ganz oft in meiner Praxis, in diesen Zwischenleben. Wenn wir zwischen den Leben sind und du dorthin gehst, dann kannst du einfach dorthin schauen, in ein Leben gehen, das einen großen Einfluss hat auf das momentane Leben. Da kannst du zuerst hingehen und dann gehst du in den Raum dazwischen. Dann sprichst du mit deinem Geistführer und fragst, was dort denn geschehen ist. Und dann kann man zu dem Rat der Ältesten gehen und die können, dieser Rat sieht alles und weiß alles über dich. Und wenn du dorthin gehst, dann ist es eine sehr transformative Erfahrung üblicherweise. Und dann können sie dir sagen, ob du dir zum Beispiel diese Krankheit ausgesucht hast, bevor du geboren wurdest. Und deswegen kann da eine große Heilung stattfinden. Sie haben Antworten auf all deine Fragen. Wir planen also die wichtigsten Dinge in unserem Leben. Ja, daran glaube ich. Also, als ich die Forschungsarbeit für das Buch gemacht habe, für die Bücher gemacht habe, habe ich herausgefunden, dass etwa 70% im Durchschnitt sind die Dinge schon vor der Geburt geplant, die wir erleben. Hast du denn eine bestimmte schöne Geschichte für uns, die zeigt, wie ein schweres Leben auch einen Sinn und Zweck hat? Und du hast doch so wunderbare Geschichten. Welche würdest du denn gerne erzählen? Im ersten Buch, da gibt es ein Kapitel darüber, wie Unfälle vor dem Leben geplant werden. Und es sind ja nicht wirklich Unfälle. Einmal gibt es eine Dame namens Christina, die ungefähr 60 Jahre alt ist, aber vor vielen Jahren, als sie etwa 20 war, war sie Assistentin in einem College in Kalifornien. Und eine ihrer täglichen Arbeiten bestand darin, die Briefe für den Chef zu holen, und zwar unten aus dem Erdgeschoss. Eines Tages ging sie runter zu diesen Briefkästen, wie sie es schon oft getan hatte, aber ohne dass sie es wusste, hatte jemand eine kleine Bombe in die Briefkasten gelegt, und sie wusste das nicht, und diese Bombe schleuderte sie 6 Meter durch die Luft, und rundherum waren überall Einschüsse von diesen Granatsplittern, und ihre Hand war natürlich stark verletzt und ihr Körper war stark verletzt. Als sie dann ins Krankenhaus kam, haben die Ärzte gesagt, sie mussten ihr auch aus dem Gesicht noch Splitter entfernen. Also sie hat sehr, sehr stark gelitten. Nach etwa 2 Jahren und 10 Operationen
ging es ihr wieder besser. Und einmal während dieser Zeit hatte sie starke Schmerzen im Krankenhaus, im Bett liegend. Und da hörte sie eine Stimme im Inneren. Und das stellte sich heraus, dass sie zu einem Medium geworden war durch dieses Erlebnis. Und ihr Geistführer, den sie hörte, sagte, du hast das geplant. Und sie hat gesagt, warum? Und dann der Geistführer hat dann gesagt, bevor du geboren wurdest, wolltest du Heilerin werden. Und du wusstest von vornherein, dass nur wenn du dich von dieser Bombenexplosion heilen können würdest, dass du dann anderen Menschen auch Heilung bringen können würdest. Und das hat sie auch getan. Sie wurde dann zu einer Ärztin und zu einer Heilerin, Therapeutin und hat bis heute Tausende von Menschen geheilt. Und sie kann das nur tun, weil sie sich selbst zuerst geheilt hat von dieser Bombenexplosion. Als ich sie für das Buch interviewt habe, hat sie zwei ganz außergewöhnliche Dinge gesagt. Zuerst sagte sie, Rob, ich habe dem Menschen absolut vergeben, der diese Bombe dort hineingelegt hat. Und ihr müsst euch daran erinnern, wie schwer sie ja verletzt war. Also dieses Statement alleine ist schon außergewöhnlich. Aber dann hat sie noch was Erstaunlicheres gesagt. Sie sagte, ich bin wirklich demjenigen, der die Bombe gelegt hat, sehr dankbar. Und das hat sie ganz ernst gemeint. Und das ist wirklich eine der erstaunlichsten Geschichten, die ich gehört habe, in Bezug darauf, was man mit Gewahrsein über diese Vorherplanung vor dem Leben erreichen kann. Sie gelangte also in die Vergebung und in die Dankbarkeit dadurch, dass sie es darum wusste. Also sie ist, die Geschichte ist außergewöhnlich und ungewöhnlich, aber sie selbst war, die Christina war nicht ungewöhnlich, sie war genau wie wir alle. Und jeder, der das hört, kann genauso handeln, wie sie das kann. Ich habe auch gelesen, dass ihr beide zusammen euch treffen wolltet. Genau. Und das war eine große Überraschung für mich, denn wir haben gerade eine Medium-Session gehabt. Sie hat gechannelt und sie ging in die vorgeburtliche Planungsphase, haben dieser Konversation zugehört, als sie mit dem Bomber gesprochen hatte, vor der Geburt, als sie diese Bombenexplosion geplant haben. Und da haben wir uns gedacht, wir werden uns sprechen und ich werde deine Geschichte erzählen und so weiter. Das war ein Schock für mich, als das passiert ist. Glaubst du denn, dass die Menschen heute offener für diese Themen sind? Und glaubst du, wir sind in einer anderen Zeit, in der die Menschen immer mehr erkennen, was diese Dinge bedeuten? Ja, ich glaube, das wird immer stärker. So, das ist dieser 100. Affe-Effekt. Und wenn also einer erwacht, dann hat das Effekte auf immer mehr Menschen. Exponentiell geht es voran und genau das geschieht auch jetzt gerade. Gut, wir planen also unser nächstes Leben, bevor wir geboren werden. Und dann sind wir hier auf der Erde und wir erinnern uns nicht daran, an diese Pläne. Was geschieht in diesen Planungssitzungen sozusagen? Sind die Geschichten sehr ähnlich oder gibt es überhaupt Ähnlichkeiten in diesen Geschichten? Die Gründe, diese Herausforderungen im Leben zu planen, sind unterschiedlich. Also die Hauptgründe sind, das Karma auszubalancieren, von vergangenen Leben zu heilen und anderen zu Diensten zu sein, wie Christina, die Heilerin wurde, und den Kontrast zu erfahren, wie wir schon gesagt haben. Und auch falsche Glaubenssätze und falsche Gefühle wieder zu heilen, die wir über uns halten. All diese Dinge erstrecken sich über verschiedene Sitzungen. Und es gibt auch noch Unterintentionen sozusagen, die jemand vielleicht erreichen möchte. Viel hat damit zu tun, bestimmte Qualitäten zu erreichen, die göttlichen Tugenden, wie ich sie nenne, so Vergebung, Geduld, Empathie, bedingungslose Liebe, die Großzügigkeit. Ich habe eine Liste von ungefähr 28 von diesen Qualitäten gemacht und damit arbeite ich auch in den Sitzungen mit Klienten. Und wir versuchen zwei oder drei daraus zu isolieren für die einzelnen Klienten, üblicherweise zwei bis drei Qualitäten. Was machen wir, wenn wir leiden, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll? Was können wir tun, dass wir erkennen oder uns erinnern, dass es die Unendlichkeit gibt, mit der wir auch immer verbunden sind? Was können wir da tun? Ist Meditation eine gute Art und Weise oder das Vertrauen in das Leben? Was glaubst du? Meditation, glaube ich, ist toll. Gebet und Meditation sind für mich die wichtigsten Dinge.
die man tun kann. Aber zusätzlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, mit denen man in diese vorgeburtliche Planung Einsicht nehmen kann. Eins der wichtigsten sind diese Seelenrückführungen in die Zwischenleben sozusagen. Das kann man machen. Numerologie finde ich auch sehr, sehr wichtig. Auch die Traumarbeit, bevor man abends schlafen geht, kann man die Seele bitten, einen Traum zu schicken, der über diese vorgeburtliche Lebensplanung spricht. Und dann, wenn du wach bist, wie geht's dann weiter? Also auch das automatische Schreiben ist ein weiterer. Dann wirst du dein eigener Channel. All diese Dinge sind sehr bedeutend. Wir sind also immer verbunden. Ja, ich glaube, das ist so. Die meisten von uns vergessen das, aber wir sind immer verbunden miteinander. Und dann gibt es diese Sache, die man Karma nennt. Das ist doch oft falsch verstanden, denke ich. Da hast du was Falsches gemacht, jetzt geschieht dir irgendetwas. Aber was ist Karma? Wie siehst du das eigentlich? In meiner Arbeit sehe ich, dass es um Energien geht, die im Ungleichgewicht sind und um Erfahrungen. Sagen wir zum Beispiel, dass zwei Menschen ein Leben zusammen hatten, wo der eine krank war und der andere hat für diesen Menschen gesorgt. Und wenn man zurückgeht und es anschaut, dann kann es sein, dass sie ein Ungleichgewicht spüren in der Beziehung zueinander. Wenn sie das Gefühl haben, dass es nicht komplett ist, dann sind sie sicher motiviert, das Ganze auszugleichen, die unbalancierten Energien auszugleichen. Das Leichte wäre natürlich, die Plätze zu tauschen. Der eine wird dann krank, der vorher derjenige war, der gesorgt hat, und umgekehrt. So könnte man das zum Beispiel sehen. How changed your life? Wie hat sich dein Leben verändert? Was geschah in den letzten 20 Jahren, in denen du diese Arbeit getan hast, in denen du mit vielen Menschen gearbeitet hast? Vertraust du mehr in das Leben, immer mehr? Bist du immer mehr verbunden mit dieser unendlichen Dimension? Ja, ich denke schon. Das ist der Fokus, auf den ich alles richte. Mein Leben ist viel erfüllter, als es früher war. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Seelenplan ausführe, Menschen in dem Prozess auch helfen kann. Das ist ein völlig anderes Leben und das ist sehr viel schöner als vorher. Das ist wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass es sehr schön ist, dass du das tust, wozu du das Gefühl hast, das tun zu wollen. Aber du brauchst Mut dazu. War es am Anfang denn so, dass es schwierig war, über diese Dinge zu sprechen, mit Menschen darüber zu sprechen? Ja, klar, das war schon schwierig. Das ist ja keine Mainstream-Idee, über die wir hier reden. Und ich wusste nicht, ob die Menschen Interesse haben würden an dem, was ich da sagte. Ich wusste nicht, wie sie darauf reagieren würden. Aber es gibt diesen alten Ausdruck, dass ein Autor ist jemand, der etwas zu sagen hat und es sagen muss. Und das war sowas bei mir. Ich musste es einfach aussprechen. Ich frage mich, ob Reinkarnation oder sowas, warum ist eigentlich Reinkarnation kein wichtiges Thema in der Wissenschaft? Sollte es doch eigentlich sein, oder? Ja, glaube ich auch. Doch, ich wundere mich, warum das so ist. Was sind deine weiteren Pläne? Kommt ein viertes Buch? Ja, ich habe schon angefangen mit dem vierten Buch. Jeder, der jetzt zuhört, wenn ihr eine Sitzung haben wollt, eine kostenlose Sitzung, dann müsst ihr perfekt Englisch sprechen und ihr könnt mit mir Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr in dem Buch auch auftauchen. Ihr müsst diese Kriterien erfüllen, die ich brauche. Geht bitte auf die Seite yoursouls.com, die wird gleich auch sicher eingeblendet. Das sagt Thomas auch gerade, genau. Meine letzte Frage, wenn hier jemand im Publikum ist, der leidet, der nicht an Reinkarnation glaubt oder vielleicht auch denkt, das stimmt doch alles nicht. Was kannst du diesen Menschen sagen, die noch zweifeln? Was kann den Menschen helfen, zu erkennen, dass es diese unendliche Dimension gibt, dass es Reinkarnation gibt? Welche Gründe helfen dabei, das zu verstehen? Ich denke, die Botschaft, die ich rüberbringen möchte, ist, wie mutig bist du, doch, dass du hier auf die Erde gekommen bist. Die Erde ist sicher nicht der typischste Ort, um ein Leben hier zu haben, aber es ist eines der typischsten Orte. Für die meisten Seelen wäre es schon hilfreich, hier zu sein, aber sie haben keinen Mut, herzukommen. Aber
dass du hier bist und in deinem Körper bist. Dadurch bist du eines der mutigsten Wesen im Universum. Wenn du das erkennst, dann verändert das dich erstmal komplett, wie du dich selbst fühlst und wie du dein Leben fühlst. Vielen Dank, Robert Schwarz. Ich bin sehr berührt und ich wünsche dir eine tolle weitere Arbeit. Vielen Dank. Das war jetzt Englisch auf Mystica TV. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Alles Gute für euch.